Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist ja mein letzter Ferientag, leider. Und das heißt für mich, ich muss wieder zurück nach Graz, deswegen habe ich schon mal alles zusammengepackt. Aber heute fahren wir nicht nur nach Graz. Okay, wir fahren schon eigentlich nur nach Graz, aber wir fahren nicht nur in meine Wohnung, sondern ich nehme euch auch mit zu einer Trampolinanlage, Halle, Indoor-Trampolin-Dingens. Ich war dort noch nie, es soll aber richtig, richtig cool sein. Und da fahre ich heute mit ein paar Freunden hin und dann fahren wir weiter in meine Wohnung. Aber zuerst würde ich sagen, fahren wir mal dahin. Ich habe alles gepackt. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Und ich muss jetzt zu meinen Freunden und dann gehe ich schon ab nach Graz, Leute. Viel Spaß mit diesem Vlog. So, wir sind jetzt in der Halle angekommen. Ihr seht schon, ich habe da so ein cooles Sticker, das sagt, wie lange wir hier springen dürfen. Wir haben hier mal 2 Stunden genommen und ich glaube, da werden wir ordentlich fertig sein. Ja, bin gespannt, wie es ist. Und ja, ihr seht gleich mal ein paar Bilder und wir hauen uns gleich mal ins Getümmel. Jetzt sind wir schon alle komplett fertig, obwohl wir eigentlich 2 Stunden gebucht haben, sind wir erst eine halbe Stunde hier und es ist richtig hart, man glaubt es kaum. Aber es macht Spaß, Leute, und ja, ich zeige euch einfach noch ein paar Bilder und weiter geht's. So Leute, wir sind jetzt fertig für heute und jetzt geht es weiter nach Graz zu meiner Wohnung zuerst und dann werden wir uns etwas essen holen, denn wir sind nach dem Ganzen hier richtig hungrig, oder was meint ihr? Ja! So, für alle, die sich jetzt wundern, wieso wir bei diesem Essen hier so komisch bestellt haben mit Ankreuzen. Und zwar ist das ein Bausatzlokal, das gibt es öfter in Graz und da kann man sich einfach seine Burger, seine Pizza, seine Nudeln oder seinen Salat, so wie man ihn will, zusammenstellen. Und das ist eigentlich richtig, richtig cool. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie gut das ausgesehen hat und was war es auch richtig. Und ja, jetzt bin ich richtig voll und jetzt muss ich mal meine Wohnung auf Vordermann bringen. Ja, wir sehen uns.
Kennt ihr das, wenn ihr euch eigentlich sehr, sehr viel vorgenommen habt, was ihr so machen wollt, aber dann werdet ihr auf einmal so extrem müde und legt euch mal ins Bett für einen kleinen Powernap und der eskaliert dann komplett. Ja, so ist es mir gerade ergangen, Leute. Denn ich habe mich so um 17 Uhr ins Bett gelegt und habe dann ja bis 20 Uhr geschlafen und das war einiges an Zeit, wo ich eigentlich viel machen wollte und das Ganze muss ich halt jetzt machen. Ja, kann doch mal passieren, ich war richtig müde. Und ja, hiermit möchte ich ja diesen Vlog beenden. Danke auf alle Fälle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir doch mal bitte hier in die Kommentare, ja, wie ihr den Vlog so gefunden habt, was ich verbessern könnte und sonst so eure Gedanken, das so während dem Video gekommen ist. Ja, danke auf alle Fälle fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao Leute, bis dahin. Macht's gut.